Wir haben ein Leben lang Zeit, um wertvoller zu werden. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Und denn die Geschichten, die können ganz gut unterschiedliche Realitäten vor Augen führen. Und diese Geschichte, die handelt von einem Mann, der wilde Tiere fing. Es war einmal ein reicher Mann. Der kontrollierte Dutzende Unternehmen und er galt als ein wahrer Meister des Lebens. Er lebte zurückgezogen in einer super schönen, eleganten Villa. Es mangelte ihm an nichts. Aber sein größter Schatz war sein Privatzoo. Er hatte einen Zoo nur für sich, auf seinem Grundstück, riesengroß. Über Jahre hat er dort alle Tierarten der Welt gesammelt. Und nun besaß er den vollständigsten Tiergarten der Welt und er rühmte sich, dass in diesem Zoo nicht ein einziges Tier fehlte. Keine einzige Tierart war da nicht vorhanden. Da berichtete ihm eines Tages ein Zoologe von einem versteckten und vollkommen abgeschiedenen Tal irgendwo in Asien, in dem sehr scheue Tiere lebten. Und niemand hätte sie bis hierher fangen können. Es sollte sich um eine faszinierende, einmalige Spezies handeln. Dem reichen Mann wurde blitzartig klar, seine Sammlung war ja gar nicht vollständig. Diese Tiere aus dem abgelegenen Tal konnten die Krönung seiner Sammlung sein. Als Macher hat er sofort eine Expedition vorbereitet, macht sich auf den Weg und kommt schließlich in ein entlegenes Dorf hoch oben im Himalaya-Gebirge. Und da hat man tatsächlich von den Tieren schon gehört. Aber was die Jäger dann berichten, die in dem Dorf leben, das war alles andere als ermutigend. Das Tier ist wahnsinnig scheu. Noch niemand konnte es aus der Nähe zu sehen bekommen. Und erst recht hat es niemals irgendjemand fangen können. Das hätten schon viele versucht. Großwildjäger, ganze Divisionen chinesischer Soldaten, Wissenschaftler. Aber niemandem war es gelungen. Der reiche Mann bat: Ich brauche nur einen Mann, der die Gegend gut kennt. Und er soll mir dann zeigen, wo die Tiere in etwa leben. Und dann will ich sie ganz alleine fangen. Ihr werdet ja sehen. Die Dorfbewohner, die lachten. Aber der Reiche ließ sich nicht irritieren und er brach dann mit seinem Führer auf. Nach 30 Tagen kam er und dieser Scout, der Führer, zurück. Aber die beiden waren alleine, ohne die seltsamen Tiere. Und wieder lachten die Menschen im Dorf und sie verspotteten ihn. Sie haben es ihm ja gesagt. Aber der reiche Mann lud sie nur lächelnd ein, mitzukommen. Und nach langer Wanderung gelangten sie schließlich an eine große Lichtung. Und hier bot sich ihnen eine unglaubliche Szene. Dutzende dieser seltenen Tiere grasten dort in einer Koppel, die aus einem großen Zaun aus Holz umgeben war. Die Dorfbewohner, die konnten es kaum glauben. Wie war ihm das denn nur gelungen? Der Reiche erklärte, es war ganz einfach. Ich habe zuerst herausgefunden, welche Blätter diese Tiere am liebsten fressen. Und dann habe ich diese Blätter mitten auf die Lichtung gelegt. So mehrmals am Tag und immer zur gleichen Zeit. Und zuerst haben die Tiere, weil sie ja sehr scheu sind, stundenlang gewartet, bis sie sich dann wirklich überzeugt haben, dass da keine Gefahr drohte. Und dann sind sie dann doch dahin und fraßen diese Blätter vorsichtig. Am Anfang waren es nur wenige, aber jeden Tag kamen mehr als am Vortag. Und nach einiger Zeit kam dann regelmäßig die ganze Herde zum Fressen. Und so ging das mehrere Tage. Und dann habe ich einen Holzbalken auf den Boden neben das Futter gelegt. Dem haben die Tiere keinerlei Bedeutung beigemessen. Sie haben da keine Bedrohung drin gesehen. Und an meinen Geruch hatten sie sich ja auch inzwischen gewöhnt. Und nach legte ich immer einen Balken dazu. Und nach einer Weile habe ich die Balken dann miteinander verbunden. Dann habe ich Löcher gegraben für die Zaunpfosten und habe dann jede Nacht einige Pfosten aufgestellt. Und als alle Pfosten dann so im Kreis aufgestellt waren, dann habe ich dann begonnen, die Zaunlatten zu befestigen. Ich begann dann unten, so in Bodennähe, damit die Tiere ganz bequem drüber steigen und später drüber springen konnten. Aber langsam baute ich dann die Wände höher und höher, sodass ich nach und nach einen Zaun geschaffen hatte, der jetzt dieses Gatter bildete. Und in diesem
ließ ich dann eine große Öffnung, durch welche die Tiere problemlos hindurchgehen konnten. Und die Tiere hatten inzwischen ihre natürliche Scheu abgelegt. Im Übrigen wollten sie das so leicht erreichbare Futter ja auch nicht mehr missen. Am Abend des 29. Tages habe ich dann das Tor gebaut und das habe ich neben die Öffnung gestellt. Und am nächsten Tag habe ich mich dann an die fressenden Tiere im Gatter angeschlichen und habe die Öffnung schnell verschlossen. Die Tiere waren gefangen, bevor sie überhaupt begriffen hatten, was geschah. Der reiche Mann machte dann eine Pause, dachte so ein bisschen nach und sagte dann: Ich kann jedes Tier einfangen, indem ich es von mir und meinem Futter abhängig mache. Und er sagt dann noch: Der Vorgang ist nicht neu für mich, denn ich kenne ja die Menschen. Und er schließt dann mit einem Satz, dieser reiche Mann, der uns sehr nachdenklich machen sollte. Er sagt: Zu viele von den Menschen haben ihre Träume und ihre Freiheit gegen Sicherheit eingetauscht. Die Lehre ist klar. Wir sollten uns nicht abhängig machen vom Staat und nicht abhängig machen von der Rente. Natürlich kann keiner von uns in die Zukunft schauen. Aber ganz gleich, ob Sie an das Rentensystem in Zukunft glauben oder nicht, es gilt auf jeden Fall Satz Nummer 8. Wer sich auf die Rente verlässt, muss sich auf andere verlassen. Wenn wir uns die Realität der Altersrente anschauen, dann hat der Glaube daran ganz besonders drei gewichtige Nachteile. Erstens, das Konstrukt der Altersrente führt nicht dazu, dass wir mehr für uns selber sorgen, sondern das Rentensystem entmündigt. Es entmündigt. Es legt die Verantwortung für einen der intimsten Bereiche unseres Lebens in andere Hände, in die Hände des Staates. Finanzen ist eins der wichtigsten Teile unseres Lebens und das übertragen wir auf den Staat. Das dürfen wir nicht tun. Zweitens, es unterstellt, dass wir uns mit einem geregelten Minimum zufrieden geben sollten. Dass wir uns zufrieden geben sollten mit einem Minimum. Und dadurch verlieren Menschen Mut, Selbstsicherheit und den Blick für Möglichkeiten. Anstatt zu wachsen, schrumpfen sie, werden kleiner. Und so versuchen viele Menschen, nur eine Teilverantwortung zu übernehmen. Sie sagen, okay, da ist die Rente und wenn mir noch was fehlt, dafür übernehme ich Verantwortung und spare etwas. Sie sparen also etwas, um die Rente aufzubessern, um das sogenannte Rentenloch zu schließen, die Rentenlücke. Das ist ein irrsinniger Begriff. Eine Teilverantwortung ist doch nicht wirklich Verantwortung. Und drittens suggeriert dieses System, dass man finanzielle Sicherheit erst dann erreichen kann, wenn man nicht mehr arbeitet. Dass man also dann erst die Rente bekommt, wenn man nicht mehr arbeitet. Also ganz spät im Leben. Finanzielle Freiheit ist doch was ganz anderes. Wir können tun, was wir wollen. Auch arbeiten. Wir können arbeiten, wenn wir wollen. Im Rentensystem geht das nicht. Was für ein perverses System, das einem erst dann passives Einkommen gibt, wenn man aufhört zu arbeiten. Ich empfinde meine Arbeit als Geschenk. Warum sollte ich aufhören? Und wie gesagt, ich habe von meinem Coach eine ganz andere Realität kennengelernt. Aus der Sicht der Wohlstandsrealität betrachtet, wenn Sie so durch die Brille der Wohlstandsrealität schauen, dann verschenken die meisten Menschen ganz viel Zeit in ihrem Leben. Zeit, die sie hätten nutzen können, um wahren Wohlstand aufzubauen. Wenn es eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den Generationen gibt, dann doch die, dass wir einander helfen wollen. Die eine Generation hilft der anderen. Wenn wir alt sind, dann wollen wir doch nicht nutzlos sein. Da wollen wir doch gebraucht werden. Wir wollen doch nicht, dass die anderen für uns nur leisten. Wir wollen doch auch etwas zurückgeben. Wir haben ein Leben lang Zeit, um wertvoller zu werden und um anderen Menschen Vorteile zu bieten, auch im Alter. Und ich glaube, wir brauchen vor allem drei Werte, wenn wir denn dann älter sind, um anderen von Vorteil zu sein. Erstens, wir brauchen ein bestimmtes Selbstvertrauen. Wir können nicht erwarten, dass andere uns mit Respekt behandeln, wenn wir vor uns selber keinen Respekt haben. Zweitens, der zweite Wert, wir brauchen die Erfahrung eines gut gelebten Lebens, dass wir sagen können, das ist meine Erfahrung, die wir auch untermauern können mit Ergebnissen. Und drittens,
brauchen wir schlicht und einfach Wohlstand. Wir brauchen Geld. Denn Wohlstand bedeutet Würde, es bedeutet Freiheit, es bedeutet Sicherheit. Und vergessen wir nicht, ab einem bestimmten Alter ist es wirklich schwieriger, ohne Geld würdevoll zu leben. Ich ermutige Sie also, nicht in der Rentenrealität zu leben. Ich ermutige Sie, in der Realität der finanziellen Freiheit zu leben. Satz Nummer 9. Wer finanziell erwachsen ist, sorgt selber für seine eigene finanzielle Sicherheit und für seine eigene finanzielle Freiheit. Zum Glück beginnen wir gar nicht bei Null. Wir haben ja unzählige, honorige Vorbilder, die uns genau das gezeigt haben. Wir müssen eine Realität nicht akzeptieren. Wir können uns eine neue Realität schaffen. Denken Sie an Sokrates, an Kopernikus, an Galileo Galilei, an Mahatma Gandhi. Wenn Sie sich mit dem Leben dieser Menschen beschäftigen, dann bekommen Sie Mut und Sie bekommen die Einsicht, ich muss mich nicht in eine bestimmte Realität hineinfügen. Nicht die Realität meiner Familie, auch nicht die Realität eines ganzen Landes. Ich weiß, das ist schwer, andere Realitäten zu sehen, weil wir hier denken, so wie wir die Welt sehen, so ist sie. Wir denken ja, die Realität, in die wir hineingeboren wurden und in die wir geprägt wurden, das sei die einzige Realität. Aber verantwortliche Menschen erkennen, das ist nicht so. Es gibt viele Realitäten. Und je besser wir das verstehen, umso erfolgreicher können wir werden.